Hallöchen, ihr Lieben! Heute machen wir mal wieder ein kleines Paar-Video. Ich bin gerade von der Schule gekommen, deswegen sehe ich noch so aus, wie ich aussehe. Aber das muss ich schnell ändern. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen was. Und ich würde sagen, ich ziehe mich erstmal schnell um, damit ich auch zum heutigen Tag passe. Und genau, dann ziehe ich mich jetzt mal um. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Hier, richtig schön, muss ich sagen. Ne? Also, ich habe jetzt dieses T-Shirt an. Das passt zwar nicht so ganz, aber zum Cappy passt, oder? Ja, ein bisschen. Und weil ich keine Verwendung fürs Sturmband gefunden habe, habe ich es jetzt einfach an meinem Arm. Und genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Stall. Let's go! Ja, wir haben uns dann auch schon im Trab und im Schritt natürlich auf beiden Händen aufgewärmt. Hier seht ihr auch nochmal die andere Hand. Sie wollte irgendwie nicht so richtig vorwärts gehen, die Heidi. Aber dann habe ich es auch mit dem Galopp mal probiert. Und es hat sehr gut geklappt, gleich am Anfang. Da ist sie dann mehr dann ausgegangen, deswegen habe ich einen Cut reingesetzt. Ja, dann sind wir einmal ganze Bahn mit ein bisschen leichten Sitz galoppiert. Dann bin ich nicht ganz in die Ecke, weil die Ecke fand sie ein bisschen gruselig. Und ich wollte nicht, dass sie mir dann irgendwie doch ausgeht oder so. Da ist sie mir fast ausgegangen, aber ich konnte es noch retten. Dann haben wir versucht, den ersten Sprung anzureiten. Das war so ein kleiner Fail, weil sie den Absprung nicht richtig gefunden hat. Ich hätte ja auch ein bisschen was machen können. Wir haben es nochmal probiert, auf der Geraden erst angaloppieren und das hat deutlich besser funktioniert. Das hat richtig gut gepasst auf jeden Fall. Und dann haben wir es nochmal probiert. Genau, wieder auf der Geraden angaloppieren. Das war ein bisschen dicht, aber sonst war es gut. Ich habe sie dann ein bisschen weiter galoppieren lassen, weil danach ist sie sonst immer durchpariert. Dann haben wir es auch mal von der anderen Hand probiert. Das hat auch ganz gut eigentlich geklappt, muss ich sagen. War ein guter Abstand. Ich bin gleich weiter galoppiert, weil sie so schön im Fluss war. Und gleich über den anderen Sprung. Sie wollte da einfach nicht rum, deswegen musste ich ihren Kopf so ein bisschen rumziehen. Das war ein bisschen dicht, aber es hat noch gepasst. Ja, dann wollte ich da noch rüber. Da ist sie mir aber leider weggedriftet. Leute, nur so. Natürlich sind wir dann auch nochmal einen guten Sprung gesprungen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt fertig mit Reiten. Es hat eigentlich richtig gut geklappt. Manchmal war ein bisschen, aber dann ging es auch richtig gut. Und wir werden das jetzt ein bisschen öfter machen auf jeden Fall. Genau, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und genau. So, also Klein Vaniro isst hier gerade noch sein Hafer. Schmeckt ihm auf jeden Fall. Wie man sieht gar nichts. So, ja, genau. Ich werde ihm ein bisschen was übrig lassen, wenn der Tierarzt nochmal kommt, um seine Wunde zu kontrollieren. Mensch, verliere ich ihn. Aber genau. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war ein ganz toller Tag. Ihr habt schöne Szenen gesehen. Genau. Ja, der Tierarzt war da und hat gesagt, dass alles okay ist. Und ja, sorry für das schlechte Licht. Es ist nicht so gut, das Licht hier drin. Und der Tierarzt hat gesagt, das ist alles gut. Wir sollen jetzt aber jeden Tag einen Verband machen, also eine Bandage. Und ja, genau. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!